Okay, passt ja. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Oh, Ideallinie sogar auch geschafft. Ich bin ja happy. Damit ihr wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Formel 1 21 auf dem PC Folge 109. Heute steht das Rennwochenende von Melbourne, Australien an tatsächlich. Ich dachte gar nicht, dass die Strecke jetzt hier noch kommt. Weil Australien ist ja meistens immer so Saisonanfang. Aber jetzt scheinbar fahren wir es als vorletztes Rennen vor noch Abu Dhabi. Und es geht direkt los heute mit dem ersten Training. Ihr kennt man ja, es sind einige Entwicklungen durchgekommen. 4 Stück an der Zahl. Die werden uns jetzt nochmal ordentlichen Boost geben, hoffe ich doch mal. Und wir schauen jetzt einfach mal, was mit unserer Karre drin ist. Letztes Rennen konnten wir gewinnen. Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe den Überblick im Grand Prix angehängt. Ihr findet mich im Rechenzentrum, wie immer. So, 4 Sachen sind abgeschlossen tatsächlich. Treibstoffeffizienz, Energiespeicher, Heckflügel und Luftwiderstand sind 2 Aerodynamikteile. Und Wetter sieht soweit sonnig aus, das freut mich sehr. Ansonsten haben wir keine Rivalität aktuell und wir sind jetzt sogar noch vor Alfa Romeo und Alpine gerutscht und sind schon genau im Kampf um Platz 5 mit Alfa Tauri und Aston Martin zum nächsten Rennen dann. Ja, leider Steuergerät sieht nicht gut aus, genauso wie auch der Verbrennungsmotor mit schon 30%. Das passt dann hingegen allerdings noch, genauso wie hier 37, ist auch an der Grenze zwar. 24 ist absolut grün. Energiespeicher 21, auch super. Der Turbolader hat 31, das passt auch. Die Steuereinheit allerdings ist bei 59%. Und auch unsere unsere Ersatz ist auch schon bei 65. Jetzt müssten wir natürlich mal überlegen, was wir machen. Ob ich dann fürs Rennen vielleicht nochmal auf die umsteige oder sowas. Das Problem ist aber dann, wenn es abgenutzt ist, dann leiden alle anderen Teile auch daran, ne? Also gerade das Steuergerät ist halt echt scheiße. Ansonsten, die Getriebe sind alle noch wunderbar. Das ist 61% jetzt abgenutzt. Das ist jetzt 23, also passt. Gut, wir fahren aber erstmal los. Probieren wir einfach ein bisschen weniger Unfälle zu bauen und so weiter. So. Schön. Heute erstes Training, wie gesagt. Ich nehme aber heute in der Session auch wieder das komplette Wochenende auf. 5 Folgen am Stück und dann im nächsten Teil wollte ich es, wie gesagt, anders machen. Ich hätte jetzt hier in dem Teil keine Zeit der Saison erfahren, auch wenn es dann wahrscheinlich interessant geworden wäre. Dann hätten wir wahrscheinlich sogar schon kämpfen können um die WM. So wie der Wagen aktuell fährt, ist das Ganze schon ziemlich gut. Wir probieren erstmal wieder Standard-Setup, das ist klar. Ich habe mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserungen spüren, also probier sie mal aus. Ja. So, Rennstrategie mit Medium-Reifen, fahren wir raus. Und probieren jetzt erstmal die neue Strecke aus. Ja, höchstwahrscheinlich fahre ich immer wieder mit ein bisschen erhöhtem Abtrieb, mag ich persönlich einfach lieber, komme ich mit klar. Auf Geraden haben wir ja nie so die Probleme. Und unser Motor leuchtet bereits gelb wegen so ein bisschen Steuereinheit und Getriebe aber auch schon. Ja. Krass, ich dachte, 4 Rennen wären gar kein Problem. So, hier ist nicht die umgebaute Strecke. Ja genau, hier ist es nämlich eine durchgehende Gerade quasi. Aber egal, die wollen Pace sehen und sie kriegen sie.
So. Da bin ich angeeckt. Das ist natürlich nicht gut für den Frontflügel. Das wollen wir mal lassen. Oh Gott, die Kurve sehe ich mich ja jetzt schon. So. Wer will Zeit haben, dann kriegt er die Zeit. Jetzt hängen wir weit hinterher, okay. Das kriegen wir gar nicht mehr hin. Diese Strecke werde ich wieder nicht leiden können, weil das wieder mit zu wenden ist hier. Ist die Frage, ob ich da jetzt noch was machen kann. Diese Kurve. Fuck, ey, jetzt krieg ich's nicht mehr hin. Ja, cool. Cool. Ja, stark. Ja, cool. Nee, kann ich neu starten, bitte? Ja. Also lächerlich wieder dieses Spiel mit ihr, mit seinen Rückblenden, ne? Bitte sorge für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können. Oh, diese Kurve, habe ich richtig Probleme. So. Für den Ruckler. Die Kurve geht auch noch besser, sage ich mal. Ey, das mit den Wänden, dass sie hier so nah sind, geht mir richtig auf den Sack. Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Hey, ich hab schon wieder die Wand berührt.
Okay, passt ja. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Oh, Ideallinie sogar auch geschafft. Ich bin ja happy. Bisschen akklimatisieren hier. Die ist wieder ein bisschen schwieriger, die Strecke. Die letzten fand ich so ein bisschen besser. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Ei, und einen Fehler haben wir hier gemacht. Ja, ich war hier schon falsch. Muss hier halt außen sein. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Vor uns Max Verstappen, der uns jetzt bitte hier nicht auffällt. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Die Reifen haben jetzt keinen Grip mehr so richtig.
uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Ah, nur 60 hier drinne. Hey, hey. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Okay. Ich würde auch fast sagen, das war's für die Folge, weil, ach, schön. Das ist jetzt schicken. Na gut. Na dann. Weil wir sind jetzt schon bei 18 Minuten und wir haben ja jetzt so den Soft. Können wir dann mal nächstes Mal nehmen. Da werde ich dann auch direkt mal probieren. Ich gucke jetzt mal auf meine Rundenzeit. Gut, jetzt ist es natürlich nicht, Wir sind gerade bei einer 1.25.0. Nicolas Latifi ist mit einer 1.25.9. Das könnte durchaus noch geschlagen werden. Das ist bisher kaum jemand gefahren. Gucken wir mal, wo wir damit jetzt stehen. Ja, wir sind nicht auf... mit Medium ist Verstappen, aber auch 4 Zehntel schneller. Oh, okay. Da müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Auf jeden Fall. Okay, theoretische Bestzeit 1.23.3. Wir haben noch ein bisschen zu tun, sage ich mal. Gut, die meisten fahren jetzt auch noch mal mit Soft. Wir werden jetzt auch mit Soft fahren. Hamilton 1.23.3. Ja. Ah, 3 Purple Sectors, also... Verstappen noch mal schneller. Okay. Viel Luft nach oben. Schauen wir mal. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Hamilton und Lando Norris. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Na gut, da müssen wir jetzt mal gucken, was wir mit dem besseren Setup und Soft-Reifen in der nächsten Folge dann beim zweiten Training hinbekommen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.